Eine Stadtmauer im Wandel, im Bau. Ein bisschen hier groß, jetzt noch ein bisschen größer und die Baumeisterin und Stadtbaumeisterin. Wir sind auf Twitch, ich zeichne auch für YouTube, ist Geraldine. Hallo. Die Türme werden so automatisch hier gesetzt, ne? Ja, man kann sie aber manuell nochmal ändern. Sie sind tatsächlich manchmal ein bisschen spannend gesetzt, möchte ich fast sagen. Uns geht so gut. Eine Lieferaufgabe, 6 Tonnen Ziegelsteine, machen wir. Dann lassen Sie mal hören. Und wir bekommen einen Steinhauer. So. Möchtest du dir jetzt ein bisschen angucken, was ich hier am Hafen gebaut habe? Gerne. Extra für dich, weil ich weiß, dass du Industrieornamente liebst. Oh ja, unbedingt. Es ist noch nicht fertig, aber du siehst schon mal, wo es hinführt. Gefällt mir gut. Ja. Leute, die auf Zäune starren. Kabeltrommeln. Und, was steht da drauf? Sunken Treasures. Versunkene Inseln. Versunkene Schätze. Der, wie vielte? Erste DLC vom ersten Season Pass, oder? Müsste der erste gewesen sein. Sehr elegant. Ich dachte, ich sorge mal für ein bisschen Fernweh am Hafen. Mach das. Wir sind ja auch eigentlich gut im Plus. Also auch wenn ich die ganze Zeit so rumzicke und sage, Mensch, wo bleibt das Geld hin? Was machst du hier? Wir haben ein solides Plus überall. Alles gut. Trotz des Süßwasserbassins. Aber zu wenig Arbeitskleidung. In neues Glück. Machst du das? Dann gehe ich wieder rüber auf die andere Insel. Du kennst doch die Antwort. Also ich muss es machen, ne? Ja, nein, ich mach schnell einen Moment. Ob Land der Löwen Season 1 war? Nee, Land der Löwen war... Ich glaube, Season 2, dritter DLC, ne? Ja, müsste der letzte dann. Weißt du was? Sein. Wir gehen jetzt mal an. Also, wir riskieren mal was. Immer abwechselnd, spontan und ohne nachzudenken und ohne irgendwo drauf zu gucken. Mhm. Im Reißverschlussverfahren, wann welcher der 12 DLCs kam. Ich fange an. Erster war Versunkene Schätze, dann kam. Dann müsste. Nee, Botanica war der letzte. Ich glaube, Botanica. Meinst du, Botanica war der zweite? Ja, dann kam Botanica, dann kam, glaube ich, die Passage. Okay. Dann kam Reiche Ernte. Ja, ich glaube, eins oder eins danach. Paläste der Macht war der erste. Oder war Paläste der Macht der zweite? Ich glaube, der war der erste. In meinem Gefühl war Reiche Ernte davor, aber... Also in meinem Gefühl war zuerst Paläste der Macht, dann Reiche Ernte und dann... Dann kam Land der Löwen. Dann Land der Löwen. Ja. Dritter Season Pass? Was war da von der erste? Reisezeit? Reisezeit. Oder, nee, Speicherstadt. Speicherstadt war der erste. Speicherstadt, dann Reisezeit... Und dann Dächer der Stadt. Genau. Und vierter war zuerst der mit den Agendas. Wie hieß der nochmal? Keim der Hoffnung. Genau. Dann kam Reich der Lüfte und dann kam Aufstieg der neuen Welt. Jetzt haben wir es. Glaube ich. Chat überprüft das wahrscheinlich gleich durch Googeln und schreibt dann rein, falsch, richtig, wir wussten es besser, irgendwas in der Art. Aber ich glaube sowas, ne? Genau andersrum. Ja, jetzt können wir drüber raten, was genau andersrum bedeutet. Ne? Was andersrum? Wir haben so viele Dinge gesagt. Weißt du, wie viele Kommentare ich auf YouTube oft finde, wo Leute hier auf Twitch, jetzt auf Twitch kapiert man das ja nicht immer sofort, wer was geschreibt und worauf sich das gerade bezieht. Auf YouTube ist es teilweise noch bizarrer. Ich habe manchmal Kommentare zu einem Video, teilweise zu einem Jahre alten Video, da schreibt jemand rein, nein. Ernsthaft. Ne? Oder haha. Oder das kannst du besser. Ja, das kannst du besser, der Kommentar hatte ich, der belastet dich immer noch, oder? Ja, oder, das kommt auch manchmal, teilweise aus jahrealten Videos und ich weiß nicht, worauf sich bezieht. Das ist nicht witzig.
Auch einer der Klassiker irgendwie, ne? Vielleicht ist es ja auch nicht witzig gemeint gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Also Leute gucken dann halt in Echtzeit und schreiben in Echtzeit dann irgendwas runter. Ich weiß auch gar nicht, ob die darüber nachdenken, ob die das nur für sich runterschreiben oder ob sie glauben, dass ich im Nachhinein irgendwie sehen kann, wann das geschrieben worden ist in Bezug auf welche Stelle. Vielleicht mutmaßen die, ich hätte so ein Hypertool, wo ich so einen Zeitstempel, den ich sehen würde, weil wo man hier gerade jemals war. Also ich kann nur sagen, was ich weiß ist, in welcher Stadt jemand sitzt, der da schreibt, welches Geburtsdatum jemand hat, welche Schuhgröße und wie viele Tage es zurückliegt, dass die Unterhose gewechselt worden ist. Aber ich kann nicht sagen, wo man gerade im Video war. Das weiß ich nicht. Nur die anderen Sachen. Das ist eigentlich nutzlos. Also da müsste YouTube auf jeden Fall auch mal was an seinen Datenschutzrichtlinien ändern. Ja, finde ich auch. Die Ersten gehen schnell die Unterhose wechseln. Also dieser Eingangsbereich, den ich hier gerade baue, der ist wirklich absolut nutzlos, aber wunderschön. Ist das nicht auch eine Aussage, die man über jedes Neugeborene macht? Ja. Wobei, es gibt ja auch wirklich hässliche Babys. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Es könnte sein, dass junge Mütter und Väter im Chat sind. Aber meiner Meinung nach, ich befürchte, das habe ich so umständlich anmoderiert, dass mir kein Schwein mehr behauptet, dass mir kein Schwein glauben würde, wenn ich nachher behaupten würde, das ist nur ein Scherz. Aber ich finde jedes Baby hässlich. Ist okay. Also Babys, jedes Neugeborene, ich weiß es nicht. Also. Oh Gott. Kann ich so stehen lassen. Ja. Abozahlen sehen können. Crowdfunding-Budget sackt in den Keller ab. Ich werde mich da jetzt auch nicht anschließen, dieser Meinung. Da möchte ich mich jetzt gar nicht... Na, danke für deine Unterstützung. Ja, danke, bitte. Also ist echt lieb hier. Stattdessen verprasse ich gerade unsere Ziegel für ein paar Steinwege. Das magst du doch gern. Nein, im Ernst, also Eltern finden natürlich ihre Babys immer super hübsch und attraktiv. Das muss ja auch so sein, evolutionär, weil sonst würden sie sich nicht um die kümmern, weil die machen eine ganze Menge Dreck und Ärger und man muss für die da sein. Aber als Außenstehender fremde Babys per se hübsch finden, muss man nicht unbedingt hier, ne? Nee. Aber dass ich unsere Ziegel verbaue, ist okay. Ich ignoriere das einfach. Okay. Ist auch eine Strategie. Ziehen wir nochmal die Tools hier rüber. Machen alles in Einheitsskin. Ziegeln Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Ja, sehr witzig. Arbeitskleidung wird benötigt. Schade, wie viel Zeit das zu Beginn gekostet hat mit diesen ganzen Synchronisationsgeschichten und mit Spielstand-Dateien auffrischen. Echt schade, ne? Ja. Schade, dass wir nicht ein bisschen bei unserem alten Spielstand vorankommen. Ach, das wäre so schön gewesen. Es war trotzdem schön. Jetzt kommen die Jeans hin. Bei Civilization, dem anderen Spiel, das ich so auch, also noch ein bisschen mehr spiele als Anno. Und das ist so, nachdem Civilization 6 rausgekommen ist, habe ich Civ 5 nicht mehr angeguckt.
Ich wüsste noch nicht mal die Spielregeln. Glaubst du, wenn ein neues Anno rauskommst, dass du trotzdem weiter noch reinguckst in Anno 1800? Ja, denke ich schon. Also das kommt natürlich darauf an, was das neue Setting wird und mit wie viel Content das neue Spiel denn erscheint. Man hat ja einfach mittlerweile dieses Problem, was ich als Sims-Spielerin auch nur zu gut kenne. Wenn ein neuer Teil von irgendwas rauskommt, was vorher viele Add-ons hatte, dann fängt man natürlich immer wieder ein bisschen bei Null an. Das heißt, Anno 1800 wird ja wahrscheinlich trotzdem immer noch sehr, sehr viel zu bieten haben im Vergleich. Und ich bin auch jemand, der super treu und loyal gegenüber alten Spielen ist, unabhängig davon, ob was Neues rauskommt. Ich habe zum Beispiel auch noch unglaublich lang und viel und gerne Elder Scrolls Oblivion gespielt, obwohl dann auch ein Skyrim da war und ich das auch viel gespielt habe. Also man kann mir keine Unloyalität vorwerfen. Hm. Und du? Es hat sich geändert durch das Streamer-Dasein und YouTube und Twitch, weil ich da halt mich relativ früh, also ich musste mir halt relativ früh überlegen, was nehme ich mir als Profil, weil es gibt ganz viele, also was ist das Profil meines Auftritts auf YouTube und auf Twitch, so ein klares Programmprofil, wo Leute sich halt denken, wenn ich hier vorbeikomme, dann verbinde ich WB, Writing Bull, mit X und mit Y. Und da habe ich halt relativ früh mir als Schwerpunkt gesetzt, aktuelle Spiele, aktuelle Aufbau- und Strategiespiele und ziehe das für einen PC, ziehe das radikal durch. Das heißt, ich gönne mir keine oder kaum Retro-Let's Plays beispielsweise und auch kaum irgendwelche Abschweifungen in andere Genres, sondern bleib genau dabei, weil ich mir denke, dann wissen die Leute, wofür man steht halt einfach. Ne? Mhm. Und da ich drumherum sehr wenig privat überhaupt zum Spielezocken komme, ich bin davon schon froh, wenn ich die neuen Spiele, die ich ins Programm reinnehme, halbwegs vernünftig vorher anspielen kann, zeitlich, komme ich de facto nicht dazu, irgendwelche alten Spiele noch zu spielen. Mhm. Ja, das verstehe ich auch. Hast du denn so viel Zeit nebenbei, neben GameStar und GameStar Talk Job, um einfach nur so für dich selber hinzudaddeln? Gute Frage. Theoretisch ja. Also es gibt schon einiges, was ich nebenbei noch spiele, aber man fängt an, Spiele anders zu sehen, auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man das beruflich macht, ob jetzt als Streamer, wie in deinem Fall, oder als Redakteur oder was auch immer, man sieht Spiele einfach anders und es ist gar nicht mal so leicht, sie noch als Entspannung wahrzunehmen manchmal. Und was mir dabei hilft, ist, dass ich echt hauptsächlich Spiele spiele außerhalb der Arbeitszeit, die absolut uninteressant sind für meinen Job und mich nicht weiterbringen beruflich, weil ich ansonsten immer das Gefühl habe, es hat low-key mit der Arbeit zu tun. Das heißt, wenn ich irgendwie nach der Arbeit was spiele, dann ist es gerne mal irgendwie ein kurioses Horrorspiel, von dem ich weiß, dass es für die Arbeit irrelevant ist, oder eben Elder Scrolls Oblivion, von dem ich weiß, wir schreiben eh nicht mehr darüber, oder Kingdom Hearts, von dem ich weiß, die Gamester-Community interessiert sich absolut gar nicht dafür. Das hilft mir dann manchmal sehr, so abstruse Sachen zu spielen, die mit meinem Job dann gar nichts zu tun haben. Ich werde dich jetzt mal unauffällig etwas unterstützen und hoffe, dass du das als so interpretierst, wie es gemeint ist, nämlich als sehr lieb. Und zieh mal hier mal was rüber. Wir geben noch ein bisschen Geld hier aus. Ich suche gerade die ganze Zeit diese verdammte Hecke. Wo ist die denn? Was ist denn das hier vorne? Weil ganz viele Leute hatten sich gewünscht, mach doch mal die Stadtmauer voll. Und die muss ja nicht die ganze Stadt umschließen. Die kann ja auch einen historischen Altstadtkern umschließen. Ja, ich denke schon. Aber ich bin froh, dass du die Stadtmauer zu schätzen weißt und die jetzt sogar unterstützt. Die ist sehr cool. Ich habe eben nur so gemeckert.
Aber eigentlich finde ich die Stadtmauer total wunderhübsch. Erstaunlich, wie spät die ins Spiel erst reinkam, ne? Die Stadtmauer? Mhm. Weil das ist ja so naheliegend eigentlich. Ja, generell das Altstadtpaket war eigentlich naheliegend, aber... romantische Plaza ist die Hecke. Ja, ich glaube, die suche ich. Aber in dem neuen Menü heißt alles anders mittlerweile. Da gibt es keine romantische Plaza mehr. Ja, generell das Altstadtpaket kam ganz schön spät, aber es war dann echt nochmal ein richtig, richtig schöner Abschluss. Ich meine, danach kam dann nochmal Drachengarten. Wir wären dann so weit. Aber das war ja sowas sehr Spezielles. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr, was noch zur Abstimmung stand bei dem Altstadtpaket. Ich glaube, das war die Abstimmung, bei der es noch das Gothic-Paket zur Auswahl gab und den Naturpark oder so. Ich meine, das waren die drei. Mhm. Und ich bin natürlich super froh, dass es das Altstadtpaket geworden ist, aber dieses Gothic-Paket, das hätte ich auch noch gerne gehabt. Das hätte ich auch interessant gefunden. Würde euch was fehlen, liebe Leute im Chat? Wenn ihr euch die ganzen Ornamentpakete anguckt, gibt es da eins, wo er sagt, ja, das hätte ich auch noch ganz gerne gehabt. Welche Türme findest du schöner? Die mit dem Spitzdach oder die einfach mit alles ganz rund und man guckt runter? Ich glaube die ohne. Ich auch. Aber ich fände es okay, wenn du ein paar als Akzent setzt. Genau. Hier so in Stadtmauernähe zum Beispiel. Ja. Guck mal, wie schön alles werden kann, wenn wir doch zusammenarbeiten. Ja. Also ich gebe jetzt auf, diese Hecke zu finden. Es gibt doch diese normale Hecke auch als Plaza-Version, wie der Chat schon richtig gesagt hat. Mhm. Aber in dem neuen Menü ist die nicht mehr auffindbar. Es kann sein, dass die... Ja. Mhm. Ich hatte die zuletzt... Vielleicht ist sie noch nicht freigeschaltet bei uns im Augenblick. Ich vermute es fast auch, aber das Komische ist, dass hier auch Sachen angezeigt werden, die noch nicht freigeschaltet sind. Also eigentlich könnte sie trotzdem angezeigt werden. Eigentlich müsste sie sogar trotzdem angezeigt werden. Aber ich gehe auch mal fast davon aus, dass es daran liegt. Bei den Promenaden. Meinst du die? Also wenn du bei der Sortierung gehst, bei den kosmetischen Sachen auf Typsortierung. Ja. Und dann auf die Promenaden, auf die Überschrift Promenaden. Da sind diverse Pflaster. Ja, aber das ist dieses Pflaster mit der Hecke. Nee, ich setze hier mal welche zur Auswahl hin. Guck mal. Also ich meine, das ist das, was ich suche mit der Hecke. Ach, du suchst das mit der Hecke? Ja, und bei Zäune und Torbögen gibt es tatsächlich nur die dekorierte Weihnachtshecke, aber nicht die normale Plaza-Hecke. Mhm. Ich nehme auch an, dass sie noch freigeschaltet werden muss, aber es ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn, weil auch noch nicht freigeschaltete Sachen mir hier trotzdem angezeigt werden. Wenn du privat spielst, wie lange kannst du dich an solchen Details festbeißen? Unendlich lang. Ja. Ach, ich hatte ja zuletzt Terranil gestreamt und ja, auch privat ein bisschen gespielt. Wenn ich privat gespielt habe, das ist ja ein Spiel, wo man Ödland vorfindet und das dann renaturiert und am Schluss alles, was man an Technik für die Renaturierung dort platziert hat, wieder abreißen und spurlos verschwinden muss. Und diesen Moment des Verschwindens, der ist sensationell dort umgesetzt, weil es gibt kein Safe-Game, das man anlegen kann von der schönen Welt, die man dort gemacht hat, sondern es gibt immer nur im Laufe der Kampagne einen automatisch angelegten Spielstand. Das heißt, zu einer Welt, die du einmal renaturiert hast, kannst du nicht zurückspringen.
wenn du irgendwann mal dann schon mal eine Map weiter bist. Die ist einfach weg. Du kannst höchstens Screenshots machen, du kannst aber nie mehr zurückkehren. Und das Spiel basiert eigentlich auf dem Gedanken schön bauen. Also schön bauen nicht im Sinne von Gebäude schön bauen, Kulturlandschaft schön bauen, sondern Naturlandschaft schön bauen. Aber, und die Belohnung ist, dass man das Wunderschönes geschaffen hat, aber man muss es dann loslassen. Das heißt, das Spiel zwingt und erzieht einen dazu, auch wirklich dann loszulassen und auch im Metasinne die Naturlandschaft zurückzulassen und einen Schritt weiter zu gehen, Abstand zu nehmen und selber auch daraus zu verschwinden und auch aus dem Safe Game zu verschwinden. Und das ist eine Gameplay-Entscheidung, Game-Design-Entscheidung, die ich extrem konsequent finde, super mutig, absolut grausam und ja, so betriebswirtschaftlich leichtsinnig. Ich glaube, mehr Leute würden das kaufen, wenn das nicht so wäre. Ne? Ja. Aber ja, ich finde es aber auch ganz schön, wenn Spiele heutzutage häufiger auch mal Entscheidungen treffen, die sich große Spiele nicht leisten können. Also solche Sachen wie, ich kann nicht mehr zu meinem Spielstand zurückkehren oder auch Klassiker, es ist für mich nicht möglich, alles in diesem Spiel zu sehen und es ist sehr leicht, Dinge zu verpassen. Das trauen sich ja super viele große Spiele nicht mehr zu sagen, bei uns könnt ihr auch Dinge verpassen. Die sind immer sehr darauf aus, irgendwie, dass man auch ja alles mitnimmt, was sie da gebaut haben, weil es ja Geld gekostet hat. Und wenn dann kleine Spiele das mal wieder machen, dass sie sagen, nö, du kannst definitiv einfach nicht alles sehen oder es ist super unwahrscheinlich, dass du alles in diesem Spiel siehst, was es gibt, finde ich das ganz erfrischend zwischendurch. Unsere Stadtmauer sieht mittlerweile doch ganz ordentlich aus, finde ich. Ja, ich meine, wir können doch überlegen, ob wir sie später noch mal ein bisschen auflockern. Weil sie ist jetzt sehr rechteckig. Aber sie macht doch was her. Damit kann man arbeiten oder da kann man zumindest ein bisschen schauen und staunen. Ja, jetzt müssten wir nur noch, also wir können keinen anderen Stream machen und nicht mindestens einmal selbst zu raten. Und auch den Chat zu fragen, wie die raten, was das nächste Anno wird. Oh je. Er muss irgendwie sein, geht nicht. Okay. Wir haben auch schon oft über das Thema geredet bei irgendwelchen Aufnahmen oder Streams. Ich glaube, die beiden Sachen, die wir beide am häufigsten nennen, sind Ostasien und Römerzeit, oder? Bitte? 1305 sagen wir auch noch oft, sagt der Chat auch gerade. Und so. Ja, ich denke schon, dass Asien auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Das sagt natürlich noch nichts über das zeitliche Setting. Aber nachdem sie das jetzt ausgeklammert haben in 1800 und nachdem das so ein großer Wunsch war von allen, wird Asien auf jeden Fall wahrscheinlich die zweite Map sein. Also so wie es jetzt eben die neue Welt ist und wie es in 1404 der Orient war. Hier brennt es ja schon wieder. Also ich habe wirklich, ich habe hier so eine... Es ist ein unendlicher Brandherd. Alles, was sich innerhalb dieser Stadtmauern befindet. Dabei habe ich hier wirklich zwei Feuerwehrstationen. Das Schlaraffenland. Zwei. Tja, das ist bitter. Sag mir doch mal was. Sag mir doch mal, woher das kommt. Stehen die zu dicht nebeneinander, die Gebäude? Weil du hast ja, ernsthaft, weil du hast ja immer einen Platz in der Mitte frei und drumherum stehen die ja relativ eng. Das heißt, wenn man 9 Gebäude nebeneinander setzen würde, dann sind quasi nur für ein Gebäude Platz. Also ich finde die relativ dicht gebaut in diesem, in dieser Karree-Form. Ernsthaft. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Ja. Aber ich habe ja auch schon, kann ich wieder schamlos unseren Talk bewerben, der schon draußen ist, nämlich der über Retro-Aufbauspiele. Da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich es auch gar nicht schlimm fände, wenn Anno wieder zurückgeht zu einem zeitlichen Setting, das sie schon mal behandelt haben und es einfach nochmal neu macht.
weil ja einfach auch schon sehr viel Zeit vergangen ist. Also wenn sie 15.03 zum Beispiel nochmal machen würden, wäre ich überhaupt nicht böse drum. Ich weiß, ich bin ganz besessen von 15.03, aber habt ihr das Spiel mal gesehen? Das ist so schön. '100 war aber auch einfach ein Kracher-Setting, muss ich sagen. Also diese Range, die das Thema einfach hat, von ländlich Bauernhäuser rüber zur industriellen Revolution bis hin zu 1900, also frühes 20. Jahrhundert, das finde ich so stark. Weil es eben wirklich richtig charmante, moderne Elemente jetzt mittlerweile schon drin hat, mit Bussen, mit Kinos, mit ein bisschen Elektrizität und so, aber halt trotzdem immer noch extrem historisch anmutend ist. Vernunft und Geiz ist relativ voll. Sollte alles gut laufen hier. Ja, also wir nähern uns ja langsam dem Ende. Wir wollten noch einen dritten Stream machen, das ist der zweite. Wir können nur beten und hoffen. Einen Termin haben wir noch nicht, falls ihr uns fragt. Wir haben einen ins Auge gefasst, aber das steht noch nicht fest. Und wir können nicht versprechen, dass es das Safe Game sein wird. Wir werden es auf jeden Fall abspeichern. Also ich würde ungern ein drittes Mal neu anfangen, Geraldine. Ja, ich auch. Ich hänge jetzt auch an dem Safe hier. Also es wird schon. Mhm. Wir hoffen mal das Beste. Was ein bisschen fehlt, sind natürlich die Fliederbäume, die pinken Farmtupfen. Da müssten wir noch nachbessern. Aber ansonsten kann man schon stolz sein, auf das, was wir erschaffen haben. Ich finde, also dafür, dass die unteren Stufen sind, dafür, dass so viel technisch schiefgelaufen ist, dafür, dass wir so viele Schwätzchen gehalten haben, ist, glaube ich, alles ganz gut geworden, ja. Ich fand es ein Träumchen. Es war wieder sehr, sehr schön mit euch allen.